Hey Leute, ich bin's Bunny. Ich mache hier heute ein schönes Outfit und zwar FC Augsburg ist an der Reihe. Ich war dabei wieder super kreativ, habe ein cooles Make-up drauf mit einem schönen knalligen roten Lippenstift, bunte Nägel, einfach alles kombiniert, natürlich passend zum FC Augsburg Logo. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schaut's einfach jetzt an. Mach erstmal einen hellen Lidschatten auf mein Lid. Unter den Augenbrauen genauso. Und verteile das so ein bisschen mit meinem Finger. Den Zwischenraum hier lasse ich frei, weil ich da jetzt ja gleich noch eine Farbe hinmache. Werde ich jetzt mich entscheiden, auf mein Lid einen Goldgelb aufzutragen. Mit einem schwarzen Lidschatten in der Lidfalte. Vorne lasse ich es hell, beziehungsweise das Weiß, was wir am Anfang aufgetragen haben. Wenn ihr das Gelb dann aufgetragen habt, nehmt ihr den dunklen für eure Lidfalte. Jetzt mache ich mir nämlich eine Form mit dem dunklen und das zeichne ich praktisch eine Kontur bei dem Lidschatten. Dann nehme ich nochmal den weichen und mache den Übergang. Dann habe ich hier aus dem Döschen so ein Gold und gehe dann um diese Kontur, die ich gerade mit dem dunklen Lidschatten gemalt habe, einmal so ein bisschen rum. Mit dem hellen Glitzerpuder gehe ich jetzt nochmal unter meine Augenbrauen lang und runter zur Mitte. So bekommt euer Augen-Make-up Glamour. Jetzt nehme ich mir den gelben Fasching-Schminkstift und gehe hier einmal so ein bisschen mit dem Gelb unterm Auge lang. Dann auch einmal hier so ein bisschen nochmal lang gehen, wo ihr praktisch mit diesem Gold hingegangen seid. Und ist das eine schöne Mischung. Dann nehmt ihr euch nochmal den, womit ihr die schwarze Kontur gezeichnet habt, und geht da nochmal so ein bisschen nach. Dann würde ich einmal den Eyeliner nehmen so, und da er ja auch grün bei ist, würde ich dann mit dem grünen Schimmer einmal noch mal so ein bisschen außen drum Highlights setzen und so ein bisschen auf den gelben lang gehen. Also ihr seht, man kann wirklich sehr, sehr kreativ sein und ruhig mit verschiedenen Farben arbeiten. Zaubert da was Schönes. Wichtig ist, dass die Farben des Vereins sich widerspiegeln. Und mit so einem Glitzerschwarz gehe ich jetzt nochmal bei dem Schwarz entlang. Und somit habt ihr dann da auch nochmal intensiviert. Dann noch einmal die Augenbrauen, ein bisschen Wimperntusche und fertig ist euer Augen-Make-up.
Jetzt für meine Lippen würde ich gerne wählen ein richtiges, schönes, knalliges Rot. Deswegen habe ich jetzt hier auch noch nicht mit Rot gearbeitet, weil das dann zu viel wird. Und der hält auch super lange. Ist hier noch an der anderen Seite noch so ein Labello dran. Den mache ich dann nochmal drüber. Und ihr seht, die ganzen Farben spiegeln sich in dem Make-up wieder. Natürlich das Rouge nicht vergessen. Dann kommen wir zu den Haaren. Ich würde empfehlen, euch eine Cappy zu holen. Mit dem Logo. Könntet natürlich die Haare auch zusammenbinden, aber jetzt in diesem Fall finde ich es einfach cool, gerade auch wenn man dann die Lippen so rot macht, wenn die Haare auch einfach so ein bisschen offen sind. Dann würde ich einfach so ein bisschen die Spitzen locken. So, was heißt locken? Ich würde da so Wellen reinmachen. Dazu müsst ihr den Lockenstab so halten. Und die Locke so eindrehen. Und schon sieht das Ganze ein bisschen frischer aus. Das macht er dann einmal komplett. So, mit der anderen Seite genauso. Und dann geht es gleich weiter. So, dann habt ihr die jetzt alle so ein bisschen eingewellt. Sind auch nur so ganz, ganz leichte Wellen. Aber macht trotzdem was her. Dann einfach ein bisschen Haarspray nehmen, fixieren, so ein bisschen von unten kneten. Zu guter Letzt kommt dann noch der coole Schal. Kombiniert habe ich einfach eine rote Bluse und ein schwarzes Top, ein normales. Und dazu mir halt diesen Schal geholt und die Cappy. Ja, dann habt ihr das eigentlich erstmal fertig. Und die Nägel habe ich grün, gelb, schwarz. Gestylt. So, das war's schon. Fertig ist das Tutorial. Fertig ist euer Outfit und ihr könnt direkt zum Spiel gehen. FC Augsburg richtig, richtig anfeuern. Das ist euer Verein. Zeigt, dass ihr hinter eurem Verein steht. Vielleicht wirklich mit so einem coolen Outfit. Das Ganze, also die ganzen Farben spiegeln sich in dem Make-up wieder und ist einfach toll. Geht dahin, lasst es richtig krachen. Ich drück euch die Daumen. Dass euer Verein auch gewinnt, aber mit diesem Outfit kann gar nichts schief gehen. Ich liebe euch. Wenn euch das Tutorial gefällt, dann bitte nicht das Teilen und Liken vergessen. Macht's gut!